Hi, ich bin der Ben aus dem Newbie Support Team und in diesem Video möchte ich euch einmal die IFTTT-App-Integration zu Livy Protect vorstellen. Mit der neuen Schnittstelle zur IFTTT-App habt ihr die Möglichkeit, automatisierte Vorgänge zu erstellen und auch euer Livy Protect zusammen mit anderen Smart Home Geräten zu benutzen, die ebenfalls eine IFTTT-Schnittstelle haben. Ich zum Beispiel vergesse öfter, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, den Bewegungsalarm von Livy Protect einzuschalten. Mit der IFTTT-App-Integration gibt es jetzt die Möglichkeit, das ganz automatisch passieren zu lassen. Ihr seht jetzt, wenn ihr die App öffnet, einmal die Möglichkeit, links auf Create zu klicken und eure eigene Automation zu erstellen. Das zeige ich euch gleich. Auf der rechten Seite findet ihr noch den Explore-Button und da könnt ihr schon vorgefertigte Automationen entdecken. Wenn ihr jetzt euren eigenen Trigger bzw. eure eigene Automation erstellen möchtet, dann klickt ihr einmal links auf Create. Wenn ihr das gemacht habt, dann öffnet sich eine Übersicht, indem ihr einmal die If-This-Option und einmal die Then-That-Option habt. If-This, das bedeutet, wenn etwas passiert, dann soll etwas anderes dadurch ausgelöst werden. In meinem Fall möchte ich, dass wenn ich zur Arbeit gehe bzw. meine Arbeitszeit eintrifft, dass automatisch mein Livy Protect Alarm eingeschaltet wird. Das heißt, ich klicke einmal auf If This Add und sehe dann hier die Übersicht von den verschiedenen Möglichkeiten, die ich habe. Ihr seht hier, gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Und oben auch im Suchfeld die Möglichkeit nach einer bestimmten App oder Funktion zu suchen. Wir klicken jetzt einmal auf Date and Time, weil ich jetzt meine Arbeitszeiten einstellen möchte. Hier finde ich jetzt die Option Every Day of the Week. Das heißt, von montags bis freitags, wenn ich arbeite, möchte ich, dass mein Alarm angeht. Ich fange, sagen wir mal, um 8 Uhr an. Das kann ich dann hier bei Time of Day einstellen. Und klicke dann auf Create Trigger. Dann gelangen wir wieder zurück zur Übersicht und sehen, dass jetzt schon unsere If-Trigger-Einstellung festgelegt wurde. Und jetzt müssen wir die Verknüpfung zu Livy Protect herstellen. Die Möglichkeit, genau hier einmal nach Livy Protect zu suchen, geben einfach mal Livy ein und sehen, da ist auch schon Livy bereit. Hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten und zwar einmal den Bewegungsalarm einzuschalten oder den Bewegungsalarm auszuschalten. Zum Beispiel, wenn ihr eine Automation erstellt, in der ihr sagt, dass wenn ihr einen bestimmten Bereich, den ihr vorher über das GPS festgelegt habt, dann möchtet ihr, dass der Alarm automatisch ein- oder ausgeschaltet wird. In diesem Fall möchte ich, dass der Alarm eingeschaltet wird, wenn ich bei der Arbeit bin und es 8 Uhr morgens ist. Das heißt, ich klicke hier einmal auf Turn on Livy Protect und kriege dann hier jetzt nochmal eine kurze Übersicht, um diese Aktion festzulegen. Wir klicken jetzt einmal auf Create Action und kriegen dann hier nochmal die Übersicht. Das heißt, if, wenn es montags bis Freitag ist und es ist 8 Uhr morgens, dann soll Livy Protect einmal den Livy-Alarm einschalten. Klicken wir einfach mal auf Continue und kriegen hier nochmal eine weitere Übersicht und können auch nochmal zusätzlich einstellen, dass wir, wenn das passiert, auch noch eine Benachrichtigung darüber bekommen, damit wir auch wissen, dass es funktioniert hat. Wir klicken anschließend auf Finish und haben damit eigentlich schon die Integration bzw. die Automation abgeschlossen. Über diesen Connect-Slider könnt ihr dann nochmal die Einstellung ein- oder ausschalten bzw. nochmal bearbeiten. Und wenn ihr auf das X klickt, kehrt ihr dann wieder zurück zur Übersicht und könnt zum Beispiel eine neue Automation erstellen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Falls ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr unseren Support jederzeit erreichen unter support@livy-protect.com.